Herzlich willkommen, lieber Schütze, zu deiner Tarotkartenlegung für die 8. Kalenderwoche. Der Woche, die am 19. Februar beginnt und bis zum 25. Februar geht. Wir haben in dieser Zeit zunehmenden Mond. Bis zum 24. Februar, da haben wir einen Vollmond und bis dahin werden sich die Energien verdichten und zuspitzen. Ja, lieber Schütze, wir werden uns ansehen in diesem Video, wie deine Woche werden wird. Und mit welchen Energien deine Woche begleitet sein wird. Schauen wir mal, was die Karten uns zu deiner Woche sagen. Natürlich sind auch alle Crosswatcher herzlich willkommen und wir wollen uns zusammen ansehen, wie die Woche für Schütze werden wird. Und jetzt brauchen wir noch eine Karte vom Mondorakel und können anfangen. Okay, was haben wir hier? Oh, wow. Oh, das ist aber etwas dramatisch, ne? Das Rad des Schicksals und der Turm. Der Turm steht für eine große Veränderung in deinem Leben, ne? Für, ja, es könnte wirklich sein, dass du dein Leben komplett einmal auf den Kopf stellen wirst. Dass sich plötzlich alles für dich ändert. Und du es mit einer bedeutsamen Kehrtwende in deinem Leben zu tun hast. Es hat auch einen gewissen Kollateralschaden, ne? Also hier mit dem Turm kann es sein, dass du eine alte Struktur zerstören wirst, ne? Eine Struktur, die dich schon länger belastet hat, die dich aufgehalten hat, die dir eigentlich schon lange nicht mehr nützlich war, an die du dich aber ge gehalten hast oder geklammert hast, ne? Es könnte eine Konvention sein, eine Verpflichtung. Eine Glaubensüberzeugung, ne, ein negativer Glaubenssatz, ein Gedankenkonstrukt, welches du jetzt durchschauen wirst, durch eine Erkenntnis, ne, hier über den Turm ist das Auge der Erkenntnis. Durch einen Geistesblitz wird dir das wie Schuppen von den Augen fallen und dann wirst du gar nicht mehr anders können, als diesen Umstand ändern zu wollen. In manchen Fällen ist es auch eine Nachricht, die euch ereilt, ne? Der euch zu einem Umdenken bringen wird. Kann auch eine positive Nachricht sein, ne? Die etwas bei euch auslöst, auslöst, etwas bewirkt. Das, was hier passiert, hat etwas Schicksalshaftes, ne? Ein schicksalshafter Wendepunkt in euren Leben. Ja, eine wichtige Kehrtwende, die euch letztendlich auf euren wahren eigentlichen Pfad führen wird. Also, ne, ich sagte ja, es wird dramatisch. Ja, hier haben wir die drei der Stäbe und die vier der Kelche. Ja, zwei sehr unterschiedliche Energien. Die vier der Kelche, ne, spricht von emotionaler Zufriedenheit, dass ihr euch emotional doch recht erfüllt fühlt, ne, mit euch im Einklang und hier keinerlei Bedürfnisse auf der emotionalen Ebene verspürt, vielleicht sogar tatsächlich etwas, es euch emotional etwas zu leicht macht, ne, in dieser Woche vielleicht. Es ist auch eine Karte, in der man in dieser Geborgenheit, Zufriedenheit dazu neigt, ein bisschen zu lange darin auszuharren und es sich zu gemütlich zu machen. Je nachdem. Aber es kann vielleicht auch gar nicht so pass sich einstellen, dieser Zustand, denn diese Energie ist gepaart mit den drei der Stäben. Und die drei der Stäbe spricht von sehr viel Tatendrang, Dynamik, Lebendigkeit, Aktivität, ne, und der Wunsch, es diesmal alles richtig zu machen. Ne? Deswegen heißt diese Karte auch Tugend. Man hat die Absicht, seinen hohen ethischen Standards auch gerecht zu werden und ist optimistisch, dass es einem auch gelingen wird. Ne? Und deswegen zeigt man hier sehr viel Tatendrang, sehr viel Dynamik in einer Sache. Die drei der Stäbe kann auch ein Hinweis darauf sein, dass du dich in dieser Woche verlieben wirst. Könnte sehr gut sein mit dem Turm, dass ja der Blitz einschlägt. Ne? Hier ist nämlich auch ein Blitz drauf. Das fand ich jetzt. Mir kam aber erst das Bild mit dem Blitz und dann habe ich den auf dieser Karte gesehen. Deswegen freue ich mich gerade sehr, dass das auf dieser Karte wiedergespiegelt ist. Ne? Es ist
dann halt ein bisschen so wie Liebe auf den ersten Blick. Der Blitz ist eingeschlagen, ne? Karacho. Das könnte tatsächlich auch passieren, ne? Wenn nicht in einen anderen Menschen, dann kann das sein, dass du dich in dieser Dynamik, in dieser Lebendigkeit, in das Leben selbst oder auch in dich selbst, ne, verliebst. In das Leben selbst, ja, gehört, ja. In der letzten Zeit warst du von einer, ja, Sehnsucht beseelt, ne? Dir ist aufgefallen, was du eigentlich in dein Leben vermisst oder wen du in dein Leben vermisst, welche Energie. Du hast in der letzten Zeit ein Mangelgefühl erlebt, welches ja, sich bestimmt auch nicht unbedingt angenehm angefühlt hat. Dir hat etwas gefehlt für dein Glück, ne? Und das war nicht unbedingt motivierend. Bei manchen kann es sein, dass ihr an einer Erkältungskrankheit gelitten habt oder überhaupt euer körperlicher Zustand nicht gut war. Dann seid ihr in dieser Woche erholt davon, ne? Und werdet euch umso lebendiger, umso robuster fühlen. Ne? Dies ist eine Karte für einen guten körperlichen Zustand. Ne? Diese Situation wird auf jeden Fall besser. Und wenn es hier nur um eine Erkältung oder ähnliches geht, sehe ich hier auf jeden Fall Heilung, bei größeren gesundheitlichen Problemen eine Besserung. Ne? Aber vielleicht geht es hier auch um emotionale Sehnsüchte. Ne? Und auch wenn das kein angenehmer Zustand war, steckte hier natürlich auch eine wichtige Information für dich dahinter, nämlich das, was du brauchst, um glücklich zu werden, wonach dein Herz dich sehnt. Und diese Information hast du jetzt. Ja, du lässt alles auf dich zukommen, du bist ergebnisoffen, ne? Du gehst offen an die Sache heran, vertraust den Entwicklungen um dich herum, vertraust dir selbst, ne? Vertraust deinen eigenen inneren Handeln, deine eigene innere Stimme, deinen eigenen inneren Prozess, der dich auf den richtigen Pfad führen wird. Und das stimmt ja auch. Das stimmt ja auch, ne? Du bist bereit hier mehr Hingabe im Alltag zu zeigen, dich mehr auf das Emotionale einzulassen und vor allem zu vertrauen, ne? Dir und der Umgebung und den Fluss des Lebens, ne? Das ist gut. Du hast hier auch eine innere Ahnung, dass es jetzt auch angebracht ist, dass dich das auch zu dem richtigen Ergebnis führen wird. Und schau dir das an, ne? Lieber Schütze, die Wunscherfüllung. Du bist auf dem Weg zu deiner Wunscherfüllung. Es wird sich noch nicht diese Woche zeigen, aber deine innere Stimme wird dich direkt dahin, also leitet dich direkt dahin, ne? Das ist die Energie aus deinem Unterbewusstsein, die Inspiration, die Zukunft, der Ruf der Zukunft hat dich ereilt, kann man auch so sagen, ne? Ist ein bisschen dramatisch, aber es wird hier auch ein bisschen dramatisch. Ja. Hier geht es auch um Reinigung, um Heilung alter mentaler, um psychischer Probleme, teilweise auch körperlich, aber eher so auf diesen Fokus. Und es geht darum, dass du hier instinktiv die Schritte einleiten wirst, die dazu führen, dass deine Träume, deine Wünsche sich in der Zukunft erfüllen werden. Ja, das sind tolle Aussichten und vielleicht spürst du eben schon diese hoffnungsvolle Perspektive, die da vor dir liegt, ne? Vielleicht ist das auch der Grund, warum du hier wirklich so motiviert bist und bereit bist zu vertrauen. Im Laufe der Woche wirst du einer Prinzessin der Stäbe begegnen, lieber Schütze, und diese Karte könnte sehr gut auf dich verweisen, denn die Prinzessin der Stäbe ist ein Feuerelement, ne? Das würde dann bedeuten, dass du dich selbst begegnest. Und zwar auf einer jugendlichen Art und Weise, ne? Dein jugendliches Selbst, deine jugendliche Lebendigkeit, die du hier im Laufe der Woche voll und ganz ausleben kannst, wieder ausleben kannst und finden wirst. Es könnte natürlich auch sein, dass du so einer Person im Laufe der Woche begegnest, neu begegnest. Die Prinzessin der Stäbe könnte eben Schütze sein wie du, Löwe oder Widder oder auch ein anderes Sternzeichen und vor allem auch von deiner Feuerenergie sehr beeinflusst und inspiriert sein.
Ja, die Prinzessin der Stäbe kann auch eine männliche Person sein, ist eine sehr lebendige Person, die voller Lebensfreude ist, auch voller Tatendrang, auch so nach Vergnügen sucht, sehr motivierend wirkt, auf andere auch sehr lebensfreudig wirkt, ne? Sehr lebendig und so auch motivierend wirkt, ja. Eine Person, mit der man sehr viel Spaß haben kann. Deutet auch manchmal die Karte so ganz allgemein ohne Person, deutet auch manchmal auf einen unverbindlichen Flirten oder eine Affäre, die man eingeht. Ich meinte ja, ne, es trifft dich wie ein Blitz, wie ein Schlag. Könnte sein, ne, dass es als eine Affäre, als ein One-Night-Stand beginnt, aber da kann ja auch durchaus auch sich mehr draus entwickeln. Ja, diese Person ist voller Feuer. Ne? Diese Person wird ein neues Feuer in sich selbst erleben, eine neue Leidenschaft, einen neuen Wunsch, ein neues Begehr, neue Ziele und vor allem neue Lebendigkeit. Ne? Also das Sexuelle ist hier auch sehr begünstigt, sehr deutlich. Ne? Ja. Und dann kommt hier die drei der Scheiben, die halt wieder so was ganz Realistisches, Bodenständiges reinbringen. Es geht hier vielleicht wirklich mehr um die Arbeit als um das Privatleben. Oder was heißt Arbeit, ne? In der eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Oder es ist, findet, du lernst diese Person kennen. Und es ist ja hier erstmal sehr schlagartig, ne? Aber dann ist da doch eine gewisse Vorsicht, so dass ihr euch dann letztendlich doch mehr Zeit lasst, um euch genauer kennenzulernen. Und man sieht hier, dass man sich vorsichtig seinen Zielen nähert, ne? Dass man dieses Feuer auch wohlbedacht einsetzt und sich auch selbst nicht überausgabt. Sich selbst nicht überfordert, den anderen ebenso wenig, dass man hier besonnen, kontinuierlich, beständig vorangeht. Ja, du wirst dich sehr ausgewogen fühlen, sehr in dich ruhend. Du wirst das nicht unbedingt das Gefühl haben, dass du viel Stress in dieser Woche hast. Alles wird sehr gemäßigt ablaufen, vonstatten gehen, sehr harmonisch, sehr friedlich, keine Konflikte mit deiner Umwelt. Ja, und was dein soziales Leben betrifft, fragst du dich jetzt eigentlich im Moment, was für dich wirklich Sinn und Wert hat? Also da stellt sich eine Sinnfrage für dich und es ist durchaus möglich, dass du hier dich auf eine Wahrheitssuche begibst und einiges in Bezug auf dein soziales Umfeld in Frage stellst, was halt tatsächlich auch so eine allgemeine Natur hat, ne? Also du fragst dich dann halt auch, ob die Probleme, die du mit anderen Menschen hast, ob das ein generelles gesellschaftliches Problem ist oder sich nur auf deine Situation konzentriert. Vielleicht wirst du auch das ein oder andere interessante Gespräch mit einer Person führen. Vielleicht spielt hier auch eine gewisse Beratungstätigkeit eine Rolle. Vielleicht wirst du jemanden bei jemanden um Rat fragen oder vielleicht fragt dich jemand bei dieser Thematik um Rat. Es könnte hier auch irgendwie mit Weiterbildung oder neuem Wissen in Zusammenhang stehen. Vielleicht wirst du auch eine Fortbildung machen, die sehr viel von dir fordert und die es dir nicht erlaubt, ein Privatleben zu führen, sodass die Menschen auf dieser Fortbildung in dieser Woche dein Privatleben darstellen. Das könnte halt auch sein, ne? Sehe ich jetzt eigentlich hier in dieser Legung nicht, aber könnte ich mir doch durchaus schon vorstellen. Ja, in Bezug auf dein soziales Leben bist du auf jeden Fall auf Wahrheitssuche und es stellen sich hier viele philosophische Fragen für dich.
Ja, du machst dir auch Sorgen, dass du, wenn du diesen Weg vorangehst, dass wenn du diesen Weg weiterschreitest, dass du vielleicht die ein oder andere Person auf diesen Weg verlieren könntest. Oder dass dir vielleicht auch das Geld ausgeht, dass du nicht genug Geld haben wirst. Oder dass du deine Energieressourcen vielleicht in die falschen Projekte investierst. Dieser Zweifel besteht. Du rechnest so ein bisschen mit Geldsorgen oder mit Verlustthemen in der Zukunft. Vielleicht rührt das noch aus dieser Erfahrung her, ne? Vielleicht bist du dir in dieser Woche einfach noch nicht so ganz sicher über den optimistischen Verlauf dieser Angelegenheit. Aber die Karten stehen für die Zukunft sehr, sehr gut. Es gibt also keinen Grund, hier zu zweifeln. Dennoch sollte man natürlich immer Vorsicht walten lassen. Der Teufel. Ja, der Teufel ist ja auch eine interessante Energie. Sagt mir hier, dass du in gewisser Hinsicht all in gehen wirst mit deiner Energie, ne? Dass du hier pure, volle Leidenschaft zeigst zum Ende der Woche. Und das bezieht sich sicherlich auf die Prinzessin der Stäbe. Nun ist der Teufel so, dass ja, der Teufel kann eine ganz wunderbare Energie sein, die dir sehr viel Leidenschaft, Lebendigkeit und Ernsthaftigkeit schenkt. Wodurch du einfach die volle Kraft bekommst, deine Ziele zu verwirklichen. Das Tückische am Teufel ist, dass diese Energie dazu geneigt ist, dich aus dem Gleichgewicht bringen zu wollen. Und dann, wenn man dann in eine Extreme abgedriftet ist, neigt man dazu, Verhaltensweisen zu zeigen, die nicht besonders konstruktiv für sich selber sind, also destruktive Verhaltensweisen, ne? Davor solltest du dich hüten, indem du Verantwortung für dein eigenes Tun übernimmst und dich mit deiner eigenen Schattenseite konfrontierst und akzeptieren lernst, was in dieser Schattenseite beinhaltet ist, ne? Weil Schattenseite heißt nicht, dass es die böse Seite ist, sondern Schattenseite heißt nur, dass sie nicht gezeigt wird. Und die Gründe können vielfältig sein. Ja, die Prinzessin der Stäbe. Das Ass der Stäbe hier und mit den drei der Scheiben sehe ich aber hier schon eine gewisse Besonnenheit, ne? Was dazu führt, dass du in diesem Gleichgewicht bleibst. Und überhaupt, Schütze, Menschen haben einen Sinn für Ausgewogenheit, ne? Neigen eigentlich nicht zu der Extreme. Und das ist etwas, was dir zugute kommt. Deswegen denke ich, ist diese Angelegenheit bestimmt eher positiv. Es ist so ein bisschen auch, es ist schon wieder etwas dramatisch, ne? Es ist eine dramatische Woche, auch wenn das hier eigentlich ganz undramatisch daherkommt. Denn der Teufel ist man macht ja auch einen Pakt mit dem Teufel, ne? Es hat manchmal auch etwas, diese Energie hat manchmal etwas so, dass man sich einer Aufgabe verpflichtet oder dass man sich einer Beziehung mit voll und ganz verpflichtet, ne? So leidenschaftlich ist, dass man sich hingibt, dass man ja das Schicksal, sich schicksalhaft mit den anderen verbindet, ne? Dass es ein Pakt wird, ein Schicksalspakt. So könnte es gehen, so muss es aber natürlich nicht laufen, ne? Aber starke Energien wird diese Energie schon auslösen, ne? Starke Leidenschaft, starken Ehrgeiz, ein Drang, das eigene Begehren, den eigenen Begehren nachzugehen, ne? Dem eigenen Verlangen nachzugehen. Das sind sehr, sehr starke Energien hier, ne? Das wird spannend. Ja, und überhaupt finde ich deine ganze Woche überaus aufregend, lieber Schütze. Was haben wir hier? Befrei dich von Negativität, ne? Das ist auch sehr wichtig. Und das schützt dich auch hier gut beim Teufel, ne? Das befreit dich auch. Und du hast jetzt auch eine gute Möglichkeit, ne? Die ganzen Energien sind hier sehr angenehm. Ja, lieber Schütze, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche mit vielen positiven Ereignissen und Erlebnissen. Ja, ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder.
Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.